haben. Wir werden bald aufbrechen. Vor allem, es muss halt die Zeit passen, ne? Allein die Aufnahmezeit. Ich krieg ja nicht alles immer unter einen Hut. Probier. Warte. Oh, ja, ich bin leer, kann ich nicht starten. Moment. Jetzt geht es in die Krieg, der Feind nähert sich. So. Und denk dran, Kev, nicht jetzt direkt am Anfang gleich rausspringen, ne? Erstmal warten. Ja, ja, ist ja gut. So, endlich auf jeden Fall wieder Warzone. Rainbow muss übrigens eine Weile noch warten. Ich bin nächste Woche Samstag schon wieder Frühschicht verplant. Das heißt, ich bin nächste Woche auch nicht dabei. Ja, ist das so? Wenn die Leute, die darauf warten, nur dass du Bescheid wirst, vielleicht frühestens in 2 Wochen. Es ist halt immer schwierig. Momentan. Gerade so, ich habe was markiert, ne? Ein Ort. Ja, ja. Wir müssen mal gucken, wann wir das nächste Woche vielleicht mal wieder Großmicken machen. Ein bisschen. Aber du hast ja gesagt, wenn du bald Urlaub hast, dass wir dann wieder ja, ein bisschen mehr vorbereiten. Ja, musst du nur Bescheid sagen. Ich weiß nicht, wann hast du Urlaub? Jetzt die Woche. Ja, ich habe Frühschicht. Dann machen wir's. Da treffen wir uns immer nachmittags 14, 15 Uhr, je nachdem. Und dann machen wir Ghost Recon. Weil ich gesehen habe, dass Warzone, also Call of Duty, einen Koop-Modus hat. Weil der lädt das Koop-Pack runter. Mhm. Also, es könnte tatsächlich bald wieder so ein bisschen Alternative kommen. Oh ja, ganz, ganz viele Projekte. LMG markiert. Mal gucken, ich muss auf jeden Fall auch mal wieder weiter. Also, Assassin's Creed wird auf jeden Fall Montag, soweit ich das geplant habe, weitergehen, genauso wie der Polizsimulator. So. Aber jetzt erstmal so. Werbung. Und übrigens noch kleine Anmerkung für den Fall, dass ihr dieses andere, etwas erfolgreichere Gameplay sehen wollt. Der Kanal von Markus ist natürlich auch hier verlinkt. Also unter dem Video. Müsst ihr einfach mal nur kurz ein bisschen runterscrollen. So. Genug Werbung. Jetzt wird aufs Verkacken konzentriert. Genau. Ja, da gehen wir jetzt hier so in die Richtung. Nein, ich sehe das ja recht locker. Ich weiß, dass ich nicht hier weit nicht der Beste bin und ja, mehr oder weniger. Ja, ich auch nicht. Jede Folge. Ich werde auch mehr rumragen als alles andere. Es geht nicht um. Rumragen habe ich mittlerweile ziemlich abgestellt, also zumindest was das Double Raging betrifft. Wie gesagt, ich sehe das mittlerweile echt locker und gut ist. Zumindest hier, was diese Online-Spiele betrifft, ja. Ich weiß, dass ich nicht der Beste bin, dass ich Dauer auf die Fresse kriege. Das ist halt einfach mal so. Und wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Schrotflinte, herzhaft. Ich will was. MG. Bitte. Hätte ich gerne. Schrotflinte ist scheiße. Zumindest hier auf diese Distanz. Ist das, oder? Hast du irgendwas gefunden da gerade irgendwas? Ja, ich laufe hier noch rum. Ist das hier? Auch Schrotflinte? Ne, gleich das MG. Damit. Schrott. Oh, die kann ich mal als Ersatz nehmen. Vielleicht, falls der Gegner mal irgendwie vor mir steht. Oder so. Alter, schreck mich nicht so. Sorry, da unten war ein Gegner. Da war die orange Flagge, oder was? Hinter beim Haus unten. Brauche Raketen. Okay. Da so. Da lief ja einer vorne hin und her. Erschreckt mich nicht so. Ja, ich stehe neben dir und du ballerst hier mit dem Raketenwerfer durch die Gegend, weißt du? Ja, tut mir leid, dass ich mein großes Ding mal rausgeholt habe. Meine Güte. Ja, das kenne ich von dir normalerweise gar nicht. Zumindest nicht. Normalerweise schießt du ja nur mit Platzpatronen. Bitte was? Ja, gucken wir mal, was wir so haben. Mehrere Festungen identifiziert. Die Standorte sind auf der Taktikkarte markiert. Du verlierst an Boden.
Ja, manchmal ist das so, dass man sich hier ein bisschen zurückhalten muss, beziehungsweise man das ein bisschen abwarten muss. Ja, das ist dann in dem anderen, in dem Hauptdings anders. Sturmgewehr markiert. Ja, wie gesagt, das wenn wir das dann mal spielen sollten. Das werden wir auch mal spielen. Und ich weiß, dass die Stories bei Call of Duty, ich habe ja einige gemacht schon auf meinem Kanal, dass da die Story durchaus sehr packend sein kann. Eine Aufklärungsdrohne. Plup. Dann schicken wir mal eine Aufklärungsdrohne raus. Aufklärungsdrohne aktiv. Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft. Naja, dann checken wir die ganze Situation mal aus da. Feinde markiert. Die zwei. Okay, das ist gut. Also die sind Stücke rechts irgendwo da in die vor. Richtung. Na, bei dem Haus hier, ja. Ja, ich hab's in dieser Schüssel markiert. Aufklärung offline. Unter irgendeinem Vordach oder was auch immer sind die gewesen. Feindliche Drohne über uns. Sind jetzt irgendwie mit dem Auto unterwegs oder so, oder sitzen im Auto, wie auch immer. Wie gesagt, das Haus, wo du jetzt da bist, das war ja auch das, wo ich die vorhin gesehen habe, den einen. Ja. Tja, Motorgeräusche. Die hauen da gerade ab mit dem Auto. Dann waren die das nämlich, die zwei. Aber wie gesagt. Feiglinge. Sollen sie machen. Sollen sich ein bisschen zurückhalten. Dann wird wahrscheinlich jetzt die Gegend clear sein, erstmal zumindest. Volle Tech, wie nehme ich mit. Ach Gott. Feinde landen im Einsatzgebiet. Da waren die bestimmt hier. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Wie kann ich die Clustermine legen? Na, auswählen und dann R2, aber die brauchst du jetzt hier nicht legen. Ist ja kein Gegner da. Naja, auf gut Glück, falls hier mal einer reingeht. Die löst nach einer Zeit aus, das bringt dir nichts. Okay.
Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Gegner vor uns. Wo? Auf dem Dach. Ja, markieren. Also, mit oben. Markieren, also Steuerkreuz oben. Das ist Schrotmunition, das ist nicht das Dach. Da irgendwo. Okay. Das sind zwei mindestens. Müssen da aufpassen, weil da kommt auch die Zone gleich. Ja, ja, ich sehe es. Feindliche Drohne aktiv. Verbündete Drohne im Einsatz. Hier links. Die sind, ja, die sind gedroppt, ich weiß. Ich habe es durchaus vernommen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen wieder raus, weil... Wir müssen hier raus, Markus. Ja, ja. Brauche Raketen. Ja, der wird jetzt natürlich auch in die Richtung gehen. Ja, ist ja klar. Teams und 83 Spieler. Oh. Wir hier beschossen. Scharfschütze bestimmt. Das Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Da wäre ich jetzt auch drauf gegangen, mitgegangen. Ein Mitglied ist im Gulag gelandet. Überleben heißt Wiedereinstieg. Wo war denn der überhaupt? Hast du das irgendwie mitbekommen? Ja, irgendwo auf der anderen Seite vom See da. Siempre estuvieron harto tiempo separado. Ich hab noch gehört. Dieser Sieg haben wir noch mit! Vorwärts! Du bist im Gulag. Kämpfe für deinen Wiedereinstieg. Ich bin bei dir mit drin, ha? Huh? Musik
Mann! Ich frage mich, warum die sich verstecken. Das bringt nichts. Die Zeit läuft ab. Meine Fresse, ey. So ein Scheiß. Im Gulag rumcampen und verstecken, Alter. So hirnverbrannt. Ich hatte den Gegner noch gehört, ich hatte die Stimmen gehört, ich habe ihn zu spät realisiert, wo er stand. Naja, alles gut.